Es gab diese Idee. Eine Gruppe außergewöhnlicher Leute zusammenzubringen. Wir wollten damit etwas Großes erschaffen. Damit wir, wenn nötig, die Schlachten schlagen können. Die zu groß für sie sind. Erfahren, wie es ist, zu verlieren. Fest daran zu glauben, im Recht zu sein und trotzdem zu scheitern. Fürchtet es. Flieht davor. Das Schicksal holt euch trotzdem ein. Evakuiert die Stadt. Aktiviert die Verteidigungsposten. Und gebt diesem Mann einen Schild. Das Universum ins Gleichgewicht zu bringen, klingt eigentlich nicht nach Spaß. Aber das hier... Zaubert mir doch ein Lächeln aufs Gesicht. Avengers Infinity War. Wer zur Hölle seid ihr denn? Logan, was hast du getan? Charles, die Welt ist nicht mehr, wie sie war. Mutanten gibt es nicht mehr. I hurt myself today. To see if I still feel, I focus on the pain, the only thing that's real. Was ist sie? Beneath the stains of time, fast genau wie du. The feelings disappear. Sie braucht unsere Hilfe. Es wird jemand kommen. Jemand ist gekommen. I am still right here. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. Du hast immer noch Zeit. Sofort! Ja, hey, cool, Mann. Kein Problem, alles easy. Wer bist du? Star-Lord. Wer? Star-Lord, Mann. Legendärer Outlaw. Vergiss es. D5 haben wir auf Sender geschnappt. Nettes Vorstrafenregister. Drax, alias der Destroyer. Seit seine Frau und Familie umgebracht wurden, verwüstet er die ganze Galaxis auf der Suche nach Vergeltung. Gamora, Soldatin, Killerin, gesucht wegen unzähliger Morde.
Rocket, gesucht wegen Raumschiffdiebstahls und Gefängnisausbruchs in über 50 Fällen. Was zum Teufel? Groot, seit kurzem unterwegs als Rockets persönliche Zimmerpflanze mit Fäusten. Peter Jason Quill, wird auch Star-Lord genannt. Von wem denn? Von sich selbst. Gesucht vor allem wegen einfacher Körperverletzung, Trinken in der Öffentlichkeit und Betrugs. Oh, tut mir leid. Ich wusste nicht, wie diese Maschine funktioniert. Hey, das sind meine. Du verdammt. Hey, nimm die Kopfhörer runter. Na los! Sie nennen sich selbst die Guardians of the Galaxy. Was für ein Haufen Arschlöcher. Ihr seid dazu da, beherrscht zu werden. Am Ende ist jeder für sich selbst verantwortlich. Was machen wir? Wir machen uns bereit. Wir hatten den Plan, eine Gruppe von außergewöhnlichen Leuten zusammenzubringen. Und wenn wir sie brauchen, werden sie den Kampf führen, den wir nicht gewinnen können. Gentlemen, was seid ihr bereit zu tun? Nicht böse sein, aber ich spiele nicht so gern mit anderen. Ein großer Mann in der Rüstung. Nimm sie weg, was bist du dann? Ein Genie. Milliardär, Playboy, Wohltäter. Wenn wir die Welt schon nicht beschützen können, die Avengers werden sie rächen. Dr. Banner, Ihre Arbeit sucht ihresgleichen. Ich finde es toll, wie Sie die Kontrolle verlieren und zu einem grünen, hässlichen Wutmonster werden. Vielen Dank. Ich liebe dich, Wade Wilson. Wir schaffen das. Du hast recht. Der Krebs sitzt nur in Leber, Lunge, Prostata und Gehirn. Alles Dinge, die ich nicht brauche. Was wäre, wenn wir Ihnen Besserung verschaffen könnten? Sie sind ein Kämpfer. Wir können Ihnen Fähigkeiten verleihen, von denen die meisten Menschen nur träumen können. Wir können aus Ihnen einen Superhelden machen. Sie müssen das für mich tun, damit ich etwas für jemand anderen tun kann. Bitte, ich will nicht, dass der Superheldenanzug grün ist. Oder animiert. Eine Sache wird das hier nicht überleben. Sein Sinn für Humor. Werden wir noch sehen, Posh Spice. Ach komm schon. Lässt du mich jetzt hier ganz allein mit dieser armseligen Catwoman? Stopp! Ihr fragt euch vielleicht, was soll der rote Anzug? Na, damit die Bösen nicht sehen, wenn ich blute. Er hat das Prinzip verstanden. Er trägt eine braune Hose. Musik ab. Ah!
stinkt's nach alten Omaschlüpfern. Wieso die scheiß Laune heute Morgen? Oh, scheiße, du siehst ja krass aus. Wie eine topografische Karte von Utah. So ist es. Heute Abend mache ich es mir selbst. Du bist hinreißend. Als hätte eine Avocado Sex mit einer älteren Avocado gehabt. Dankeschön.